Hallo, hier sind wir wieder, der Marius und der Markus. Hallo Marius. Hallo. So, heute geht es nicht um 4x4-Sudokus, sondern heute schauen wir uns mal 6x6-Sudokus an. Wie kann man die lösen und wie sehen die überhaupt aus? Also, so ein leeres 6x6-Sudoku sieht ungefähr so aus. Wir haben 6 Kästchen in der Reihe und 6 Kästchen in der Spalte. Und genau wie beim 4x4-Sudoku haben wir auch beim 6x6-Sudoku so ein paar Regeln. Die wichtigste: In jede Reihe dürfen die Zahlen von 1 bis 6 nur einmal vorkommen. Das ist so eine Reihe und das sind die Zahlen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. super. Und wenn man dann so ein, sieht schon ein bisschen komplizierter aus, ne? So ein Sudoku sich anschaut und das reihenweise durchgeht, dann ist es auch gar nicht mehr so schwer, weil da fehlt in der Reihe nur eine Zahl. Die 1. Die 1. Und in der Reihe? Da fehlt die 5. 5. Was fehlt in der Reihe? Da fehlt die 3. Die 3. Super. Und was fehlt in der Reihe? In der Reihe fehlt die 5. Die 5, genau. Und in der? Und in der Reihe fehlt die 3. In der Reihe fehlt die 6. Die 6. Super. Genau wie beim 4x4-Sudoku haben wir auch die Regel mit den Spalten. Also auch in jeder Spalte dürfen die Zahlen von 1 bis 6 immer nur einmal vorkommen. Ja, das ist so eine Spalte und das sind die Zahlen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die sind natürlich nicht immer an den gleichen Stellen. Ne? In jedem Ja. Rätsel ist das ein bisschen anders. Und wenn wir uns ein Rätsel angucken und das spaltenweise durchgehen, dann fehlt in der ersten Spalte. Nur die 4. Jawohl. Und in der zweiten fehlt die 3. In der dritten die. Oh, schon wieder die 3. Schon wieder die 3. Nee, Quatsch. guck mal, die 3 ist ganz unten. Ach, Die 2 fehlt. hab ich wohl nicht gesehen. Ja. Aber bei der nächsten, da fehlt die. Die 3. Jetzt fehlt die 3. Genau. Und was fehlt hier? Hier fehlt die 3 schon wieder. Oder Meinst du? nicht? Na, guck mal genau. Ach, die 3 ist schon wieder der. Ich hänge wohl an der Wo ist die 3. 3? Ganz oben. Ganz oben. Ah. Was fehlt denn dann? Seh mal durch, von vorn bis hinten. Was ist die erste Zahl? Die Ist 1, die die dabei? fehlt. Die fehlt, alles klar. Und in der letzten, da gucken wir auch mal. Vielleicht sehen wir da auch durch. Die 1, die 2, Haben wir auch. die 3, Haben wir auch. die 4. Haben wir nicht. Die 4 fehlt. Da ist sie. Alles klar. Und auch beim 6x6-Sudoku gibt es diese ein bisschen kleineren Kästchen. Die sind dann 3 Kästchen breit und 2 Kästchen hoch. Und auch da dürfen die Zahlen von 1 bis 6 immer nur einmal vorkommen. So sieht das kleine Kästchen aus. Das wären die Zahlen 1, 2. 3, 4, 5, 6. Genau. Und wenn in so einem kleinen Rechteck nur eine Zahl fehlt, so wie hier, dann ist es auch ganz einfach, ne? Ja, da fehlt nämlich die 2. Und hier? Hier fehlt, wenn man genau hinguckt, die 4. Die 4. Was fehlt denn hier? Ja, da fehlt die 6. Und hier? Die 3. Jawohl, und hier? Die 5. Und im letzten? Die 6. Supi. Und wenn wir jetzt hier so ein bisschen komplizierteres Sudoku haben, gar nicht mehr so leicht, ne? Guck mal, da fehlen 3 da oben, im nächsten fehlen 2 und, und. Ich glaube, da gehen wir einfach wieder mit unseren Regeln vor. Vielleicht erstmal spaltenweise. In der Spalte fehlt zum Beispiel nur eine. Guck mal. Genau, nämlich die 1. Die 1. Gucken, was wir noch finden. Da fehlen 2. Ja. Nämlich die 2. 2 und die 6. Genau. Und wenn wir uns dann so eine Spalte zur Hilfe nehmen, dann sehen wir, guck mal, da ist schon eine 2 drin. Genau, da muss da die 6 rein. Und in das andere? Die 2. Genau, da die 6 und da die 2. Gucken wir mal weiter. Schau dir mal die Spalte an.
Da fliegt jetzt auch noch eine dank dem Rechteck, das wir gerade gelöst haben. Genau. Was fehlt denn da jetzt? Die 4. Supi. Wollen wir weitergucken? Die. Haben wir eine Zahl? Da fehlt auch nur genau eine. Genau. Mal überlegen. Die 5. Die 5. Super. Ah, guck mal. Da ist eine Zeile. Da fehlen zwei. Ja. Welche zwei Zähler fehlen denn da? Die 2 und die 6. Schon wieder. Nehmen wir uns nochmal eine Spalte zur Hilfe. Da ist schon die 2 drin, also kann die 2 nicht da rein. Da muss Und die 6 rein. in die 2. Und die 2 am anderen Ende. Und in der Spalte. Fehlt jetzt auch nur eine. Und die 1. Und in der Spalte. Da fehlen 2. Welche 2 denn? Die 3 und die 5. Die 3 und die 5. Wenn wir uns eine Spalte zur Hilfe nehmen, was sehen wir Da in der? gucken wir, da ist schon eine 5 drin. In der Zeile ist schon eine 5, genau. Genau, also kann die 5 nicht da rein. Aha. Und die 3 muss da rein. Alles klar. Und dann muss die 5 da drunter. Da meinst du. Genau. Ja. Ne, das konnte man jetzt lösen. Entweder weil in der Spalte was fehlte oder auch in dem kleinen Sechserkästchen, wie wir es jetzt Genau. gerade hier sehen. Genau. Ach, guck mal. Da haben wir jetzt eine Zeile. Weil wir so viel gelöst haben, fehlt ja nur noch eins. Genau. Und jetzt gucken wir mal, und da fehlt nämlich die 1. Jawohl. Und hier in der Zeile? Fehlen 2. Die 2 und die 6. Nehmen wir uns mal eine Spalte zur Hilfe. Ja, die 2 ist da schon drin. Also muss die 6 in die. Genau. Muss die 6 da rein und die 2 in die andere Spalte, ne? Ja. Dann fehlen uns nur zwei Zahlen. Guck mal, wenn wir die Spaltenweise durchgehen, dann ist es sehr einfach, nämlich fehlt dann nur Da noch eine. fehlt die 1. Die 1. Supi. Und jetzt können wir auch eine Reihe oder eine Spalte nehmen. Stimmt. Oder ein Kästchen. Genau, oder ein Kästchen. Was fehlt denn hier? Die 6. Die 6. Super. Sehr gut gelöst. Feuerwerk. Und wenn ihr noch etwas mehr über Sudokus lernen möchtet, oder weitere Sudokus euch anschauen möchtet oder lernen möchtet, wie man 9x9 Sudokus löst, dann geht doch auf die Webseite www.sudoku-für-kinder.de. Tschüss! Tschüss!